Moin ihr Baggerluten und willkommen zurück zu Aperture Tech! Jo. So, das war Nigel. Ich klebe. Ich hänge fest. Sehr gut. Ich lasse euch immer extra hier mit dem Loadscreen rein, damit er fängt ja immer direkt an zu sabbeln meistens. Oder zumindest war es früher so. Dementsprechend dachte ich mir, nehme ich diese Übergänge auch immer mit. Nicht, dass ihr irgendwie denkt, die Folge ist doch ganz hart, endete doch ganz anders und naja. Now this is where the fun begins. A real puzzle. You will have to use all the skills you've learned in the previous chambers. Let me put some ambient music on to get us in a good puzzle-solving mood. Good luck. Okay. Oh, verdammt. War so auch nicht ganz gedacht. Was macht das? Das macht das. Aber das bringt mir so jetzt nichts. Oh, meint ihr, komme ich da oben hoch? Oder nehme ich erstmal den leichten Weg hier? Ich nehme erstmal den leichten Weg hier. Hallo? Tschüss. Tschüss. Das ist angenehm mit dieser ganzen Umgebungsmusik hier. Ich mag das total gern. So. Ist die Frage, da komme ich doch so noch nicht hoch, oder? Ich lebe noch! Aber ich glaube, das wird mir nicht viel bringen. Das wird nichts. Das wird never was. Nie, 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 nie. Komme ich hier noch rum? Ich glaube, das wird mir nicht viel bringen, oder? Ich glaube, ich bin hin. Schade. Die Idee wäre aber nochmal witzig, ob man da dann hochkommt oder nicht. Verdammt. Fuck. Das war anders gedacht. Du sagst, aua, ich bin tot, Mensch. Ich bin Kapeister. I'm on fire. Oh, hallo. Hab dich gefangen. Du lebst noch. Erschreck dich doch nicht so. Tschüss. Ach, ist das super, du. Oh, Moment. Das war anders gedacht. Aber dieser Laser wundert mich noch. Das weiß ich noch nicht so recht. Was ich damit davon halten soll und damit anfangen soll. Ich mach das mal so. Das ist nur die Frage. Ich glaube, das ist zu viel des Guten. Kann das angehen? Kampfkoloss! Hilfe? Und nu? Und jetzt? Was nu? Was denn? Ah, okay, hier kann ich auch. Okay. So, hier ist the exit. The exit of the allness. Soll ich den... Nee, oder? Oder gibt es hier noch... Da oben gibt das, glaube ich, gleich noch einen. Ich glaube, hier werde ich ein bisschen höher müssen. Ja! War richtig. Ja, das nutzt mir jetzt aber auch noch nichts. Okay. Ich denke nicht, dass mir das hier jetzt noch irgendwie weiterhilft, großartig. Okay, ich soll ja irgendwie... Das bringt mir noch nichts. Oh, ich habe Angst. Das geht nicht. Das geht niemals gut. Ich muss da oben irgendwie hochkommen, oder nicht? Beziehungsweise, was ist denn da oben? Da oben würde es einen neuen Würfel geben. Vielleicht muss ich auch nur an den anderen Würfel rankommen.
den anderen Würfel irgendwie hier hochkriegen. Ja, dann wäre es allerdings die Frage, wie ich das genau anstellen soll. Boah, wollen wir mal gespannt sein. Ja, stopp! Okay, es ist eine Alternative. Nein! Oh Gott! Ah, verdammt! Nee, das wird nichts. Muss mal irgendwo abstellen, wo kein Blau ist. Ja, witzig. Ja, das wird doch nie was. Wie soll ich das... Nö, das wird nichts. Leute. Das wird nichts. Allerhöchstens. Mhm. Also ich bin mir da echt unschlüssig. So, pass auf, geh mal wieder runter. Du machst das mal so, dann wollen wir mal gucken, was passiert. Aha, okay, 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 vielleicht. Oh, bleib stehen. Nein! Tschüss. Nu? Okay. So, bleib erstmal kurz da stehen. Dann machen wir einmal so. Oh Gott, das wird nichts. Die Sachen werden schwer. Es beginnt schwierig zu werden. Den bräuchte ich eigentlich hier. Ich weiß aber noch nicht so recht wie. Na, verpiese dich. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? So. Ich wollte eigentlich nicht, dass das mitkommt. Ich wollte das eigentlich hier draußen haben. Okay, weiter, 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 weiter. Laser? Wofür denn jetzt den Laser? Ah, okay. Up. Okay. Der sieht aber so ein bisschen rusty aus. So vom Feeling her. So, hier oben ist das schön bequem, oder nicht? Hier oben könnten wir eigentlich bleiben, wenn wir nicht runter müssen. Na? Der sieht nur ein bisschen rostig aus. Ich glaube. You may now exit the room. Chop chop. You should be able to reach the exit rather quickly. Das denke. Oh, 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 fuck! Mist, meine ich! Scheiße! Da fuck? Ja, komm. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Ja, wie komme ich so ja auch nicht an, oder doch? Ich versuch's einfach mal. Warum eigentlich nicht gleich so, frage ich mich. Weil ich ein bisschen doof bin. So. Ist mir noch irgendwas zu sagen? Nö, dann weiter. Los!
Ah, das hier ist, das ist die Ebene, wo, die geflutet ist, wo vom Portal Stories Mel. Würde ich jetzt sagen, oder? Und es geht noch weiter hoch? Ey, wir kommen ganz schön weit hoch. Das finden wir, glaube ich, generell gut. Denn noch höher? Okay. Ey, sag mal, sind wir durch? Kommen wir in die Oberfläche oder was? Job, job. So, Aperture Tech! It turns out that the vacuum tube I gave you for the previous test does not connect to the next test chamber. So, we are going to have to walk for a little bit. Toll. Okay. Hier ist jetzt alles schon... Zu welcher Zeit handelt das Spiel denn jetzt? Erinnere dich! Wenn eine Zukunft... If a future you tries to warn you about this test, don't listen. Ah, wenn ein zukünftiges Du dich vor diesem Test warnt. Hör nicht hin. Das ist doch... This test chamber was for another test, which we are not assigned to. It was supposed to be solved with a portal gun. Wicked stuff. I'm sure there's a way we could solve it in our way. Oh, scheiße, ich hätte hier zuerst reingehen sollen. Ach, kacke. Obwohl, warte mal, nö. Nö! Moment. Da will ich jetzt mal reingucken. Ich will nicht am Easter Egg vorbeilaufen. It turns out that the vacuum tube I gave you for the previous test does not connect to the next test chamber. So, this elevator is malfunctioning, so we will have to turn around and see if we can find somewhere else where we can continue our tests. The fuck? Companion Cube? Ich warte nur darauf, dass Shell da irgendwann runterfällt, oder Wheatley. Ah, oh. Das war kein Turret, oder? Könnte auch witzig werden hier drin, aber nein. This test chamber was for another test, which we are not assigned to. It was supposed to be solved with a portal gun. Wicked stuff. I'm sure there's a way to be solved with it. Was denn? Und darf ich die nicht anfassen? Was soll das denn? Und darf ich die nicht anfassen? Hä? Ach so, ja, genau. Aber warum durfte ich die denn nicht? Hä? Das habe ich nicht ganz gecheckt. Das ist halt so. Kein Problem mit. Ich war nur irritiert. Ach, das ist witzig. Das ist ein witziges Gimmick. Oh, ich habe die immer gehasst, weil ich immer diese Ecke hier nicht gesehen habe. Und hier nochmal alles blau machen. Ich will endlich mal orange haben. Und es gab hier aber auch noch eine Möglichkeit, einen noch, glaube ich, mit rauszubekommen. Ja. Genau, weil man hier reinschießen konnte. Warte mal, dieses Ding, das heißt, es handelt nach Portal 2. Weil bei Portal 2 ging das hier kaputt. Es handelt nach Portal 2. Muss. Geht nicht anders. I couldn't have done it better myself. Now, we have to find a vacuum delivery system to get you to the next test chamber. This elevator is broken too, I think. We are looking for a vacuum delivery system.
The door is rigged to open when the subject walks through the corridor. I should have probably prevented that from happening. Okay, warum gingen die denn dann alle kaputt? Waren das die, die Wheatley nachher noch zerstört hat, oder? Und der ist für uns ja eh hier egal. Hä? Ach, hier ist das Ding aktiviert, oder was? Quatschig. Okay, ihr seht, was ich sehe, ne? Ihr seht, was ich hier sehe. Aber hier haben wir nicht die Möglichkeit. Wie stelle ich das an? Oh, kurz erschrocken. Weiß nicht, ist der jetzt blau? Nee, hier ist immer noch nicht blau. Wie mache ich das? Ich will nicht, dass die Tür sich hier schließt. Das muss doch gehen. Na komm, gerade bist du da so leicht drauf gekommen. Na, ich glaube, das könnte. Da ist ein Easter Egg. Da ist ein Easter Egg und ich will es haben. Da ist ein Easter Egg und ich muss es haben. Hier kann ich Dinge tun. Ja, guckst du mal, die Wände kann ich einfärben. Aber den Boden leider nicht. Na gut, dann müssen wir uns halt mit den Wänden begnügen. Mal sehen, was uns da einfällt. Haha! Nice! Dein Ernst, das war der richtige Weg? Willst du mich verarschen? Nee. Ist doch nicht richtig, oder was? Nee, 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 nee. Die sind nicht schlecht. Die war... Wäre ich mal weitergelaufen. Kacke. Hä? Warum jetzt nicht? Was? Oh, verdammt. Verarscht. Und ich habe gedacht, ich freue mich wegen einem Easter Egg. Weiter. Oh, jetzt geht's wieder so weit runter. Ach, komm schon. Hä? Orientierung verloren. Ich kann mir vorstellen, dass man hier auch bestimmt das ein oder andere Witzige sehen kann. Mann, wir gehen den ganzen Weg wieder zurück. Wir sind durch die andere Röhre gerade hochgekommen. Jetzt müssen wir wieder ganz zurück. Wir waren so weit oben. Aber wer weiß, welche Mysterien wir noch lösen müssen. Okay, aber liebe Leute. Das war's denn für diese Folge hier. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns nächste Woche am Montag wieder bei Aperture Tech! Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Winke, winke, ciao und tschüss.